Hi! Also da sich viele schon mal ein Follow Me Around von mir gewünscht haben, habe ich gedacht, das mache ich heute einfach mal und nehme euch mal mit in den Stall, damit ihr mal seht, wie so ein Stallalltag bei mir aussieht. Viel Spaß! So, hier sind wir bei uns in der Stallgasse. Die Pferde sind alle mal raus. Ist schon mal da. Für den Papi. Mein Mäuschen. Ja. Erstmal Hallo sagen. Sag mal Hallo. Deine Mäuschen. Ja, erstmal streicheln. Das war der ganze Coco ganz wichtig. Ich brauchte immer erst im Streicheln einhalten. Ja. So, dann gucken wir mal, was der Pepper macht. Weil der Peppi hat heute Pause und der darf an die Türanlage und dann nachher tue ich ihn noch ein bisschen nach. Komm, komm, komm! Ja, komm! Kleiner! Gut! Da! So, Puppi geht natürlich auch an die Hose. Kicks die andere Richtung. Okay. Schatz. Ja, weit. So, ich mache bei meinen Pferden immer das Halfter runter, wenn ich die in die Führanlage stelle. Wenn ich nicht die ganze Zeit dabei bin, will ich natürlich nicht, dass sie irgendwie hängen bleiben und irgendwas passiert. Und darum mache ich das Halfter rot. So, jetzt kommen wir da die Maus raus. Thank you.
So, unser neues Mitklemmen, was ihr ja mitbekommen habt, dass ich da ein neues, beziehungsweise überhaupt mal eins kaufen möchte, weil die Coco damit einfach viel besser läuft. Mit dem schönen Stirnband von Schneepferd, was ich von meiner Schwester zu Weihnachten bekommen habe. Danke, Lisa. Das ist ganz toll. Ja, die Coco will wie immer erstmal noch ein bisschen kuscheln. Aber Coco, wir haben jetzt schon genug gekuschelt. Okay, kurz mal streicheln. So, weil wenn ich das nicht mache, dann ist sie immer schon vorher zickig und das wird ein bisschen schwierig dann. So, jetzt ist aber gut raus. So, komm her. Oh, Gänse in den Mund. Wenn wir zurückkommen. Safety first. Immer eine Leuchtweste anziehen. Tschüss, kleiner Mann.
So, die Halle war ja leider ein bisschen voll, aber ich fand die Cookie war eigentlich trotzdem recht locker und hat sich ganz gut auf mich konzentriert. Hab auch ein paar Fliegende geritten, die waren halt auch ganz gut, sie ist keinen nachgesprungen und ja, bin eigentlich recht zufrieden mit ihr. So, wo sieht's aus? Ja, ich hole die gleich dann trinken. Cookie hat nämlich immer sehr Durst nach dem Reiten. Und da muss ich hier immer diesen Eimer füllen. Ja, ich weiß. Aber wenn es dumm läuft, kann es auch sein, dass sie ihn auskippt. Also, manchmal macht sie eine kleine Überschwemmung. Dann ziehe ich mich mal kurz um und dann schauen wir mal, was der Peppi so macht. Gucken wir mal, ob er sich auf dem Boden überhaupt bewegt. Peppi, komm her. Ja, super. Aber nicht umrennen. Der wird jetzt ein bisschen dünner. Kleiner Stinky. Der Peppi kann auch lachen. Er findet es toll. Der Arme. Immer gequält, gell. Du bist halt nicht so ein Kuschelmonster. Doch. Küsschen geben kann auch. Feiner Schatz. So, Mutterle. Peppi, Vorsicht, Pöpfchen weg. So, die Peppi kommt jetzt auch aus dem Solarium raus. Da sind wir in der Box. Komm mal. Ab. Der zwickt dich eh nur. Komm. Komm, in deinen Stall. Eindeutig die Verschmustere von beiden. Aber der Peppi muss halt auch manchmal herhalten. So ein bisschen Liebe kriegt er auch. Obwohl er das eigentlich nicht so möchte. Aber mein Gott. Er ist halt einfach so süß. Den muss man auch manchmal knuddeln. So. Sauber. Lena schön weich wird bei der neuen Trense.
zeige ich euch jetzt noch meine Frettchen. Wir haben heute von meiner Stiefoma eine schöne Jacke bekommen mit schön flauschi innen. Und sowas lieben die, weil dann gehen die immer in die Ärmel rein und kuscheln sich da rein. Und darum habe ich die einfach hier in die Mitte gelegt, damit sie da ein bisschen rumspielen und rumkuscheln können. Tja, das ist der Sitt. Insgesamt sind es 6 Stück. Und hier seht ihr jetzt den Sitt, den Manni, das ist der dickste von allen. Und die Pauline, das ist eine kleine Oma. Die wird jetzt dieses Jahr nämlich schon 6 Jahre alt. Die Kunzi, die schläft. Oh, die Heidi ist auch da drin. So, 2 Süßen. Die stehen bestimmt auch gleich auf. Und der Oskar müsst hier auch noch irgendwo rumspringen. Der kommt bestimmt auch gleich. Im Winter habe ich hier so Wärmelampen aufgehängt, damit erstens mal das Wasser und das Futter nicht einfriert. Und auch, damit die Frettchen sich hier drunter auf dem Fell sich schön bequem machen können. Und die Pauli putzt sich jetzt ein bisschen. Jetzt fürs Filmen ist das Licht aber ein bisschen doof. Dann machen wir das mal aus. Und dann sehen wir die Pauli nämlich schön, wie sie sich da putzt. Die gehen auf ganz normale Katzenklos. Sind recht reinlich. So, Vorsicht. Ah, Heidi ist auch schon mal von den Toten auferstanden. Hallo Maus! Hallo! Schieße! Hm, ja. Komm, geh an deinen Platz da hinten. So. Und geh rein. So, an Bord. Dann können wir jetzt mal das Futter holen. So. Die bekommen ganz normales Putengeschnetzeltes und alle 2 Tage bekommen die noch morgens ein Küken, ein totes. Die habe ich daheim in so einer extra Gefriertruhe und dann tue ich die über Nacht immer auftauen und dann kriegen die morgens frisch. Ist zwar nicht gerade schön, aber die brauchen das einfach. Die brauchen die Knochen, die müssen das komplette Tier fressen, also denen reicht es nicht, wenn sie jeden Tag einfach nur so Geschnetzeltes kriegen, sondern die müssen richtig auch Tierknochen dann fressen und manche geben dann auch Mäuse, aber ich habe mich einfach für Küken entschieden, ich weiß auch nicht warum. Und ja, man darf sie zum Glück nicht lebend füttern, also das würde ich nicht machen, aber so, wenn die eingefroren sind, dann stelle ich mir immer vor, dass die einfach ganz schön eingeschlafen sind und dann ist es nur halb so schlimm. So. Hallo Leo! Die kleine Rakete ist da! Hallo! Kleiner Schatz, hä? Ja! Komm, geht's in Blue? Spielen! Manni, komm mal her! Heidi, komm mal her. Ja, komm mal her. Na, Leo, die sind süß, gell? Ja, sehr süß sind die. Und meine Pferde kriegen jetzt zum Abschluss noch mal beide ein bisschen Brot. Der Peppi kriegt die heute auch. Also ich hoffe, euch hat mein kleines Follow Me Around gefallen und ihr habt so einen kleinen Einblick mal bekommen. Und wenn ihr Fragen habt, könnt ihr natürlich immer mir eine Nachricht schreiben und ich gucke immer, dass ich das dann auch recht schnell beantworte. Also ciao!